Das Moses Mendelssohn Zentrum ist ein Forschungszentrum, das sich mit den Problemen der europäisch-jüdischen Beziehungsgeschichte beschäftigt. Das heißt, wir haben Projekte, die sich befassen mit Philosophiegeschichte oder mit der europäisch-jüdischen Kulturgeschichte im weitesten Sinne. Wir beschäftigen uns mit der Integration oder den Integrationsproblemen russisch-jüdischer Zuwanderer. Also ein weites Feld, wie Theodor Fontane sagt. Das interdisziplinär arbeitende Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam ist nach dem Philosophen und Aufklärer Moses Mendelssohn benannt und im Jahr 1992 gegründet worden. Ich kam damals aus Duisburg und sollte die Universität hier mit aufbauen. Und als wir die Universität hier gründeten, die Universität Potsdam, beschlossen wir, auch ein Forschungszentrum für europäisch-jüdische Studien hier zu etablieren. Wir haben das damals so konzipiert, dass das Zentrum ein sogenanntes An-Institut der Universität Potsdam ist und auf verschiedenen Feldern zusammenarbeitet. Insbesondere bei der Ausbildung von Studenten in Geschichte, jüdischen Studien und anderen Fächern mehr. Das war also ein Konzept, das wir damals entwickelt haben, was aus meiner Sicht sehr tragfähig war und auch Erfolg hat. Bei uns finden Seminare statt, auch in unserem Haus. Die Kollegen unterrichten an der Uni. Das heißt, das, was sie in ihren Forschungsprojekten an Ergebnissen erzielen, wird umgesetzt in der Praxis, weil daraus Seminare konzipiert werden und die Studenten auch damit dann direkt sozusagen in Berührung kommen. Wenn es auch um konkrete Forschungsprojekte, überhaupt Projekte der ganz unterschiedlichen Art geht und werden mit, das ist ja Ziel auch der Ausbildung, herangeführt, wie wissenschaftlich konkret an Projekten gearbeitet wird. Also das ist schon etwas, worauf wir auch sehr stolz sind und was auch wirklich in der Praxis aufgeht. Wir haben hier immer guten Zulauf. Und die Forschungsergebnisse des Moses Mendelssohn Zentrums werden auch auf diversen weiteren Wegen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Wir organisieren Ausstellungen, die weltweit wandern. Wir arbeiten zusammen mit dem Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte hier in Potsdam. Wir publizieren jedes Jahr rund 10 bis 15 Bände, die in verschiedenen Verlagen erscheinen. Wir haben eine Zeitschrift, die Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte und so weiter und so fort. Zum ganzen Stolz des Hauses gehört auch die Bibliothek im angrenzenden Innenhof. Unsere Bibliothek hat ungefähr 70.000 Bände. Das ist aktuelle Forschungsliteratur, aber wir haben auch einige Nachlassbibliotheken berühmter jüdischer Wissenschaftler hier im Haus. Eine Nachlassbibliothek ist eine Privatbibliothek. Wir haben die Bibliotheken in der Regel nach dem Tod des Wissenschaftlers hier ins Haus übernommen. Zum Beispiel verfügen wir über die Nachlassbibliothek von Alex Bein, einem Zionismusforscher, Ernst Simon, Uriel Birnbaum, um nur wenige zu nennen. Die Besonderheit bei diesen Nachlassbibliotheken bei uns ist, dass wir sie als geschlossene Sammlung zusammenstehen lassen. Das heißt, die befinden sich teilweise in einzelnen Räumen, wo man dann auch so eine gewisse Atmosphäre, wie die Bibliothek vielleicht früher auch aufgestellt worden war, nachempfinden kann. Unsere Bibliothek wird stark genutzt, natürlich von unseren Kollegen, aber auch die Studenten der jüdischen Studien sind hier regelmäßig vor Ort. Wir stehen aber jedem Interessierten offen. Das heißt, Schüler kommen in unsere Bibliothek, Lehrer kommen zur Unterrichtsvorbereitung in die Bibliothek, aber jeder am Thema Interessierte ist hier herzlich willkommen. Bitte. Okay. Dankeschön. Dadurch, dass das Haus einen sehr interdisziplinären Ansatz verfolgt, also Soziologen, Politikwissenschaftler, Historiker, Literaturwissenschaftler zusammenarbeiten, wird eigentlich kein Tag langweilig. Wir haben eine sehr kreative Atmosphäre im Haus. Es wird sich auch gestritten, meist kreativ gestritten, und das hält das Haus eigentlich sehr jung. Das Zentrum ist nun, hat seinen Ort gefunden in Brandenburg, in Potsdam, strahlt weit über die Grenzen dieser Stadt hinaus und ist international anerkannt. Es gibt Kooperationen mit Universitäten in aller Welt.
Wir haben kürzlich ein Moses-Mendelssohn-Institut in Zagreb in Kroatien gegründet. Wir haben die Mendelssohn-Akademie in Halberstadt, wo wir Fortbildungsveranstaltungen für Lehrer, Schüler und so weiter anbieten. Ein Museum haben wir dort errichtet. Also das alles ist ein großer Verbund. Und wir hoffen sehr, dass dieser Verbund noch weiter ausgebaut werden kann in Zukunft. Und in Zukunft will das Forschungszentrum auch an folgendem Grundsatz festhalten. Das Moses-Mendelssohn-Zentrum hat ein zivilgesellschaftliches Mandat. Das heißt, wir mischen uns ein. Wir äußern uns öffentlich zu bestimmten Fragen. Und das ist etwas, was normalerweise eine wissenschaftliche Einrichtung, eine Universität nicht leisten kann. Wir als unabhängiges Institut können das.